Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute schon von mir aus gesehen am Freitagabend, denn ich werde am Samstag nicht zum Drehen kommen, weil ich da unterwegs bin, unter anderem bei der lieben Susan. Und ich hoffe, wir haben einen schönen Tag zusammen und können da ganz viel quatschen. Lesetechnisch wird es da natürlich nicht so viel, aber das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ansonsten war die Woche sehr buch- und serienlastig. Also auch eine Serie gibt es, über die ich heute ein bisschen sprechen kann. Das habe ich ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt. Dann gibt es Bücher. Es wird das Gewinnspiel ausgelost, beziehungsweise habe ich es schon mit random.org, glaube ich, ausgelost und gebe heute die Gewinnerin bekannt. Und aber ich denke, wir starten erstmal mit den Büchern. Das erste Buch, was ich letztes Wochenende gelesen habe, ist Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche von Hannes Jennecke. Warum wir dringend Helden brauchen. Ein, ich würde sagen, eher Sachbuch als ein Roman. War mal etwas anderes für zwischendurch. Dann habe ich gelesen von J.R.R. Tolkien, Bären und Lucien. Das ist ja neu herausgekommen mit den Illustrationen von Alan Lee. Und darüber möchte ich natürlich auch ein bisschen was erzählen. Dann habe ich einen Thriller gelesen, zusammen mit der lieben Ramona und der lieben Tanja. Murder Park von Jonas Winner. War dann doch ein bisschen schneller mit dem Buch durch, als wir uns so vorgenommen haben. Aber es ging am Ende nicht mehr anders. Zwischendurch habe ich dann gelesen A Silent Voice, mein zweiter Manga von Yoshitoki Oima. Das Buch wurde mir von der lieben Maria geschenkt und geschickt. Und ich war sehr, sehr neugierig. Ich habe ja, mein erster Manga ist ja hier zu sehen, war Sherlock. Und das ist tatsächlich sozusagen der erste so richtige Manga, insofern man Sherlock vielleicht nicht ganz als Manga sehen möchte. Je nachdem. Und das letzte Buch dieser Woche haben wir ab Donnerstag in einer Lesegrunde zusammen gelesen und gestartet damit. Und das ist Fireman von Joe Hill. Und da haben wir jetzt per heute Freitag 2 Leseabschnitte gelesen, also so grob 100 Seiten, was bei über 900 jetzt noch nicht allzu viel ist, aber so ein bisschen was kann man ja auf jeden Fall schon erzählen. Aber ich glaube, wir starten jetzt einfach erstmal mit dem ersten Buch dieser Woche. Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche von Hannes Jennecke, Warum wir dringend Helden brauchen. Ein Buch, das dieses Jahr im Mai im Gütersloher Verlagshaus erschienen ist. Als gebundene Ausgabe gibt es das für 20 Euro, als E-Book kostet es 16 Euro. Es hat rund 200 Seiten und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ich bin auf dieses Buch gestoßen über eins meiner Mind-Magazine und ich bin ein Hannes Jennecke-Fan, wenn es um die Dokumentationen geht. Ich habe das in einem Kommentar schon mal beantwortet. Natürlich weiß ich, dass Hannes Jennecke ein Schauspieler ist. Allerdings schaue ich seltenst bis gar nicht deutsche Filme. Ich glaube, die große Ausnahme ist tatsächlich früher Bully. Ansonsten bin ich kein Fan von deutschen Filmen. Und dementsprechend kenne ich eben auch keinen Film mit Hannes Jennecke. Aber ich kenne Hannes Jennecke eben als Mensch, der sich für Tiere einsetzt, für Menschen einsetzt, der Dokumentationen macht. Und da finde ich ihn wirklich großartig. Also ich folge ihm auch auf Facebook und ich habe so einiges schon von ihm an Berichten und sonstigem gelesen und eben auch die Dokumentationen gesehen. Und habe mich hier sehr gefreut, dass da ein Buch herauskam, was mich angesprochen hat, denn auch ich glaube, dass wir einfach gute Helden brauchen und dass wir eine Bevölkerung sind oder überhaupt in einer Zeit leben. Und ich meine damit nicht nur Deutschland, sondern ich glaube, das kann man ziemlich weit ausholen, zumindest europaweit, wo man es ja ein bisschen mitbekommt. Ich finde, dass wir ein Volk geworden sind von Jammerern und Schwarzsehern und alles ist negativ. Und nicht, dass ich auch solche Tage habe, gar keine Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das jeder Mensch einfach mal ist. Aber man bekommt nicht die Möglichkeit, zu jemandem aufzusehen. Es werden am besten immer nur die Rückschläge von Menschen berichtet. Es wird immer nur das Negative erzählt, wenn jemand scheitert. Ganz selten hört man mal, dass jemand etwas Gutes tut, dass es etwas bewirkt, dass etwas daraus wird. Und auch das ist so ein bisschen eine Message aus dem Buch von Hannes Jennecke, was ich wirklich
sehr gut fand, weil es so meinem Gedankengängen auch einfach ja, sehr unterstützend war. Seine Geschichte ist keine Geschichte, sondern er analysiert eben genau diese Medienpolitik, was wird in den Medien erzählt, was ist daran gut, was ist schlecht, was passiert, wenn man eben als Mensch der Herde hinterherläuft, und dass das durchaus auch in manchen Situationen gut ist, dass es eben immer ja, ein Mitlaufen im Grunde auch einmal etwas ist, was zur Gewohnheit werden kann, und Gewohnheit braucht ja der Mensch, und dass das eben bis zu einem gewissen Grad auch absolut nachvollziehbar ist, aber man eben nicht blind einfach der Herde folgen soll, wie Lemmingen, die sich dann von der Klippe stürzen. Und ja, das bespricht er hier drin in einer sehr lockeren, offenen Art, auch durchaus mal, wie man schon im Titel sieht, mit doch etwas vulgärer Sprache, also das Ersche noch etwas Harmloses. Und mir gefällt, dass er die Geschichte oder das Thema anspricht in der Ich-Perspektive. Also man hat immer das Gefühl, er sitzt einem gegenüber und erzählt einem das, und das finde ich sehr gut gemacht. Ich weiß auch nicht, ob mir das in einer anderen Art gefallen hätte. Hier fand ich halt wirklich so, man hat seine Gedanken gehört, gelesen, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das hat auch das Buch sehr locker gemacht, auch wenn das Thema manchmal doch ein ernsteres war. Mir haben auch die Beispiele zum großen Teil sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es schön, wo er Beispiele anbringt, wo man dann eben über das Dschungelcamp diskutiert, über den Bachelor, über Germany's Next Topmodel, über all diese für mich auch persönlich nicht sehr sinnvollen Formate im Fernsehen, wie die gehypt werden, hochgehalten werden, wie aus diesen C-Promis Stars gemacht werden, zu denen man aufschaut, und dass es dann eben Stars gibt, die eben wirklich etwas tun, die der Menschheit etwas zurückgeben, egal ob Bill Gates, oder er hat hier zum Beispiel auch Cristiano Ronaldo genannt, der ja seinen ganzen Gewinn aus der Champions League Sieg zum Beispiel für wohltätige Zwecke gespendet hat. Sowas geht in den Medien halt unter, und sowas hat er wunderbar beschrieben, aufgegriffen. Und diese Beispiele fand ich wirklich gut. Und er hat eben auch wirklich Beispiele gebracht, warum wird nicht das, das und das berichtet? Warum guckt man eben zu irgendjemandem, der da betrunken am Boden liegt? Und warum sollte man den feiern, damit er sich betrunken eben zeigt? Und oh, das ist ein Held. Und das fand ich sehr gelungene Beispiele. Das fand ich wirklich toll gemacht. Und das sind auch wirklich so die Gedanken, wo ich mir denke, ja, du hast absolut recht. Ich frage mich das manchmal auch. Ich verstehe tatsächlich die Medienwelt überhaupt nicht mehr, was auch einer der Gründe ist, warum ich sehr, sehr selten noch Fernsehen anschaue, und er hat da wirklich auch so einen Nerv von mir ja, im Grunde getroffen, wenn es dann eben nur darum geht, Leid zu zeigen, und ja, wenn halt jemand am Boden liegt, dass man noch drauf tritt und das noch cool findet, und ja, irgendwann steht er ja auf und ist auch wieder toll. Also ich fand, na, das fand ich absolut nachvollziehbar und auch gut rübergebracht. Was mich da nur ein bisschen gestört hat, ist, dass er doch manchmal selbst in das eigene Medienhorn gepustet hat, und ich gerade dachte, ach ja, ist das jetzt ironisch gemeint oder redest du jetzt doch den Medien nach? Gerade wenn es so ein bisschen um die Politik ging, ohne hier politisch zu werden, vielleicht jemand, der das Buch gelesen hat, wird wissen, in welche Richtung es geht. Und damit war ich nicht ganz zufrieden, das muss ich ehrlich sagen, weil mir das dann auch wieder zu Medien vorgekaut klang. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich seine Überzeugung ist, was er dann darüber gesagt hat, oder ob es nur gesagt hat, weil er denkt, dass die Mehrheit das lesen möchte oder hören möchte oder die Leser ihn so sehen sollen, ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, das kam für mich so ein bisschen unüberzeugt rüber. Es ist wirklich so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt an diesem Buch, an seiner Überzeugung in dem Fan hätte er vielleicht ein bisschen arbeiten sollen. Ich fand wirklich toll, dass er eben ja jetzt nicht irgendwas aufdeckt oder Schwachstellen darlegt, das ist es nicht, sondern einfach, dass er zum Nachdenken anregt, eben wo man Helden findet, wie man diese präsentieren sollte, und dass eben jeder ein kleiner Held in seinem Alltag sein kann und dass das eben einfach wichtig ist für die Welt, um einfach sich mal umzudrehen und entgegen der Herde zu laufen und ihr zu zeigen, dass es eben noch andere Wege gibt. Und ich habe mich darin einfach wiedergefunden und ich fand das wirklich großartig. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, jemand hat meine Gedanken da niedergeschrieben, weil es ist manchmal auch wirklich das, was ich selbst im Freundeskreis sage und mir so denke, ja, jetzt haben wir es auch langsam beim Dschungelcamp begriffen, dass man da irgendwelche komischen Viecher essen muss, und ich verstehe immer noch nicht, warum. Und na, das sind so Dinge, wo ich denke, ja, da werden die Leute gefeiert und bekommen Millionen, und das ist auch dieses Beispiel drin von dieser Olympiade, wo die Sieger ja irgendwie relativ wenig Geld bekommen oder die Gold holen, und dann eben auch mal irgendwo in den Medien gefragt wurde, ja, na, der Dschungelkönig bekommt so und so 400.000 Millionen, weiß gar nicht, was der bekommt, und ja, für die Olympioniken ist eben
ein geringerer Preis drin. Was ist da, ne? Wo soll es dann den Goldregen hergeben? Und fand ich auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde, es ist jetzt kein Must-Read. Es war jetzt nichts, was komplett mein Weltbild verändert hat. Ich fand es gut. Es hat mich auch sachlich gut unterhalten. Einfach, wie es Hannes Jennecke rübergebracht hat. Und das fand ich wirklich gelungen. Also es hat mir Spaß gemacht zum Lesen. Es gab, wie gesagt, so zwei, drei Dinge, die mir einfach so von der Überzeugung her nicht so gut gefallen haben, die ich auch einfach ein bisschen zu platt fand und vielleicht tatsächlich dann zu unsachlich, ich weiß es nicht. Wo ich sage, okay, das hatte für mich dann da einfach so einen bitteren Beigeschmack, wenn man eben sagt, man rennt nicht der Herde nach und tut es dann, aber in manchen Dingen doch, wo ich denke, naja, auch das könnte man kritischer betrachten, aber das ist eben nur meine Meinung dann dazu. Und ja, jeder, der vielleicht einfach mal so die Gedanken sich von Hannes Jennecke durchlesen möchte, der ist hier, wird hier auf jeden Fall fündig. Und ja, ich denke, dass das ein gutes Buch ist und dass es ein interessantes Sachbuch ist mit interessanten Gedankengängen. Und ich finde eben auch, dass man Hannes Jennecke als Menschen auf jeden Fall auch unterstützen kann. Und wenn ihr ihn nicht kennt, ihr könnt auch mal auf YouTube einfach Hannes Jennecke Dokumentation oder so eingeben. Da gibt es bestimmt eine Menge. Und ja, guckt da euch einfach mal, ob euch da was anspricht, was er so den lieben langen Tag im Grunde tut. Das nächste Buch ist dann etwas ganz, ganz, ganz anderes gewesen, beziehungsweise auch schon ein bisschen parallel darin gelesen. Und das ist Beren und Lucien von J.R.R. Tolkien. Es ist erschienen am 22. Juni in diesem Jahr im Klett-Cotta Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet gebunden 22 Euro und als E-Book 18 Euro und hat 300 und ein bisschen was an Seiten. Ein Buch, auf das ich mich dieses Jahr sehr, sehr gefreut habe, denn es wurde anlässlich des 125-jährigen Geburtstags von J.R.R. Tolkien von seinem Sohn Christopher herausgebracht. Das wird wohl auch das letzte Werk seines Sohnes sein. Der ist ja auch schon über 80 und hat das auch im Vorwort erzählt. Und man hat hier eben wunderbare Illustrationen von Alan Lee, den man ja bereits auch von all vielen anderen Büchern kennt. Egal, ob es ja im Grunde Karten sind oder ich glaube auch die Herr der Ringe illustrierte Ausgabe wurde von ihm gezeichnet. Und ja, Beren und Lucien. Man muss dazu sagen, die Geschichte kommt aus dem großen Buch Das Silmarillion, das ja im Grunde die Gründungsgeschichte oder die Entstehungsgeschichte, die Bibel, wenn man so möchte, aus Mittelerde ist. Gut, mit Bibel, das ist jetzt wieder so weit gegriffen, das hat ja nichts Religiöses an sich, aber es ist die Entstehungsgeschichte dieser Welt, also wie im ersten Zeitalter die Elben herunterkamen, die Kinder sozusagen, die ersten Elben waren, die gekommen sind, die Götter, wie die gehandelt haben, für was die standen. Und im Silmarillion beginnt man wirklich bei der Stunde Null, wie die Welt entsteht, wie sich die Welt verschoben hat, so wie sie jetzt ist. Und dann eben die ersten Kinder Ilúvatars kamen, was sozusagen der Obergott ist, würde ich jetzt mal nennen, weil wir haben hier nicht nur einen Gott, sondern mehrere. Und dann eben sich die Elben, wie die Elbengeschichte gelaufen ist, warum es unterschiedlich hohe Elben gibt und dann eben irgendwann die Menschen kamen und die anderen Geschöpfe und erleben eben das erste und auch das zweite Zeitalter in ja, Mittelerde im Silmarillion. Und unter anderem ist da eben auch die Geschichte von Beren und Lucien enthalten. Und das sind auch keine Unbekannten in Mittelerde, selbst in der Zeit, in der sie wohl die meisten kennen. Denn Herr der Ringe und auch der Hobbit spielt im dritten Zeitalter, beendet ja das dritte Zeitalter, also dieser große Krieg. Im Herrn der Ringe ist das Ende, dann beginnt ja theoretisch das vierte Zeitalter, denn jedes Zeitalter beendet sich mit einem Krieg und man hat eben auch schon im ersten Zeitalter einen Bösewicht und im zweiten und dann eben im dritten Sauron, den wir ja alle kennen. Und Beren und Lucien ist ein Elbenmädchen, das im Wald ja im Grunde umherläuft, spazieren geht, Lustwandelt, wenn man so schön sagen möchte. Und dort trifft sie auf Beren und Beren ist ein Mann, ein Mensch. Und zwischen Elben und Menschen klappt es nicht so wirklich gut. Das ist eher ja, ein verfeindetes Völkchen. Doch Beren ist hin und weg von Lucien und möchte unbedingt um ihre Hand anhalten. Und ja, ihr Vater, ja, der möchte etwas ganz Besonderes, denn er möchte einen Silmaril haben. Und die steckt aber in der Krone von Morgoth, glaube ich, dein Melkor. Wir waren ja im ersten Zeitalter. Ja, so schnell kann es gehen. Und ja, so macht sich Beren auf, eine abenteuerliche Reise, um eben diesen Edelstein im Grunde zu bringen und damit Lucien, die sich auch in Beren ja, verliebt hat, im Grunde ja zu, ja, ihr die Möglichkeit zu geben, dass sie eben heiraten können oder sich verbinden können. Es war verpönt in diesem Zeitalter, man weiß das ja auch noch bei Herr der Ringe, dass Elrond nicht sehr begeistert ist, dass seine Tochter Arwen
Aragorn diesen Menschen heiraten möchte. Man muss dazu allerdings sagen, dass die beiden ja von der gleichen ursprünglichen Familie sozusagen abstimmen, nämlich von diesen beiden. Denn diese beiden, ja, das ist jetzt glaube ich nicht gespoilert, wenn man sagt, da gibt es Kinder und diese Kinder hatten eben die Möglichkeit zu wählen, ob sie den menschlichen Weg gehen oder eben diesen elbischen, unendlich ewigkeitslebenden Weg. Und somit ist im Grunde Elrond, ich glaube dann der Enkel von denen und auch sein Bruder, der sich für die Menschenseite entschieden hat, dessen Urenkel, Nachfahre nach 1000 Jahren ist dann Aragorn. Das mag jetzt total krank klingen, ist es aber theoretisch gar nicht. Und ja, dementsprechend sind das eben schon Charaktere, die auch die Geschichte im Herrn der Ringe sehr prägen, die eben auch ja, dieses ganze Elben-Menschen-Ding sehr gut erklären. Und das ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Also das ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten, zusammen mit dem Herrn der Ringe. Und ich bin auch ein großer Fan von Fëanors Fluch. Ja, auch die Ankunft im Gondolin. Also es gibt einige schöne Geschichten, aber die gehört auf jeden Fall zu den Lieblingsgeschichten, auch aus dem Silmarillion. Und ich fand hier sehr, sehr schön gemacht, dass man ganz viel Erklärung bekommen hat. Also Christopher Tolkien hat hier wirklich sehr viele Anmerkungen gemacht, sehr viele Infos gegeben. Er hat die Geschichte nicht nur einfach erzählt, sondern hat auch die Entstehung im Grunde kommentiert, was sich wann wie geändert hat, mit welchen Gründen sein Vater Dinge geändert hat und was sie dann eben für eine Bedeutung hatten im Nachgang. Also Tolkien hat ja schon auch immer mal dazu geneigt, dass er seine Geschichten, die auch bereits erschienen sind, geändert hat, wenn sie mit anderen Geschichten irgendwie nicht mehr zusammengepasst haben. So hat er manches im Hobbit nachgängig geändert, weil ihm das logischer und besser für den Herrn der Ringe gepasst hat. Und so gibt es, ne, und das erklärt uns im Grunde Christopher Tolkien. Und man muss sagen, ich persönlich würde das Buch tatsächlich als Einzelbuch gar nicht empfehlen, denn ich finde, wenn man etwas über die Vergangenheit von Mittelerde lesen möchte, sollte man ja zum Silmarillion greifen oder zu den verschollenen Geschichten und sollte sich da einlesen. Hierzu sollte man wirklich greifen, wenn man mit der Materie ein bisschen vertrauter ist und eben tatsächlich diese Hintergrundinfos möchte und eben wissen möchte, was hat denn Tolkien dazu inspiriert, warum hat er Dinge geändert, was hat es dann im Grunde mit dieser ganzen Mythologie auf sich. Und das ist eben eher, dass wir hier etwas Mythologisches haben, im Grunde eine Wahnsinns-Mythologie-Geschichte, die aber einfach noch viel zu jung ist, um darunter zu fallen. Und es ist einfach eine wunderbare Geschichte, die ich wieder unglaublich gerne gelesen habe. Und sie ist empfehlenswert. Ich finde auch, dass das Buch absolut empfehlenswert ist, auch mit den wunderschönen Illustrationen, die auch erklärt sind, was sie wie bedeuten. Aber ich glaube, ich fände es schwierig, wenn ich mit diesem Buch anfangen würde, in die Geschichte von Mittelerde einzutauchen. Ich glaube, dass man da einfach dieses größere Werk sich zur Hand nehmen sollte und dann eben so als Leckerbissen sich dieses Büchlein besorgen sollte, weil die Geschichte von den beiden wirklich wunderschön erzählt ist. Und so als kleine Geschichte, Random Fact drumherum, auf dem Grabstein von Tolkien und seiner Frau steht auch Beren und Lucien drauf. Deswegen war die Geschichte auch seinen Kindern, besonders eben Christopher, sehr, sehr wichtig, weil ja eben seine Eltern immer ja im Grunde gesagt haben, sie haben eine unsterbliche Liebe wie Beren und Lucien. Und das finde ich so richtig schön und macht natürlich die Geschichte, weil sie ja scheinbar auch die Lieblingsgeschichte von Tolkien und seiner Frau war, eben einfach zu etwas Besonderem. Also es ist eine Empfehlung, es ist eine wunderbare Geschichte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für Anfänger eine Geschichte ist, sondern für fortgeschrittene Mittelerde-Leser. Schon mittendrin von Beren und Lucien habe ich ja zusammen mit der lieben Ramona und der lieben Tanja, beide Kanäle unten in der Infobox, einen Thriller gestartet. Und das war eher spontan, denn ich habe bei Tanja gesehen, ich glaube auf Instagram, dass sie das Buch auspackt und dass sie es zusammen mit Ramona liest. Und ich habe einfach gefragt, oh, ich will mitlesen, ich warte aber noch auf das Rezi-Buch. Und das kam dann, glaube ich, am Montag an. Und dann haben wir auch zu lesen begonnen. Und ja, es ist Murder Park von Jonas Winner. Das Buch ist am 13. Juni diesen Jahres im Heine Verlag erschienen, kostet broschiert 13 Euro, als E-Book 10 Euro und hat um die 420 Seiten. Und es handelt sich hierbei um einen Thriller, der mir schon auf Lovely Books aufgefallen ist, den ich mega interessant fand. Denn wir sind hier auf einer Freizeitparkinsel. Und zwar in unserer aktuellen Zeit. Und ja, es ist, ja, der Freizeitpark wurde vor 30 Jahren geschlossen.
ja, 30 Jahren, weil sich dort eine Mordserie entwickelt hat und dort im Grunde unterwegs war, also ein Killer war unterwegs. Und ja, der Park musste eben schließen, weil 3 Frauen getötet wurden auf bestialische Art und Weise, wie ich finde. Also es ist kein Thriller für Weicheier, würde ich jetzt mal so sagen. Also man muss da schon ein bisschen Ekel abkönnen. Und ja, kurz vor der Eröffnung werden 12 Leute auf diese Insel, auf Zodiac Island sozusagen eingeladen. Und ja, jeder, der jetzt denkt, oh Zodiac, das hat doch was mit Sternzeichen zu tun. Yep, so ist es. Und auch die 12 ist in dieser Geschichte kein Zufall. Unter anderem ist Paul dabei, ein, ich glaube, 24-jähriger junger Mann. 34-jähriger junger Mann? Ach nein, es waren keine 30, es waren 20 Jahre. Und 24 Jahre alt ist Paul. Genau, so rum. Es waren 20 Jahre, dass der geschlossen wurde und jetzt wieder öffnet. Und Paul hat als 4-Jähriger, war er auf diesem, in diesem Freizeitpark auf dieser Insel. Paul ist ja eines der Kinder, die ihre Mutter an diesen Killer in diesem Freizeitpark verloren hat. Und alle ja anderen, die hier dabei sind, ja, haben auch irgendwas mit dem Killer bzw. mit Serienkillern in irgendeiner Art und Weise und der Insel, diesem Freizeitpark, zu tun. Es ist eine Mischung vom Sprachlichen her eben aus der Romansicht, aus im Grunde der Erzählung von Paul, ja, wie wir ihn im Grunde beobachten. Und zum anderen gibt es dazwischen eben Interviews, denn es gibt einen Psychiater, der alle, ja, diese Teilnehmer vorher interviewt hat, befragt hat, im Grunde auch sehr spektakuläre Details so ans Tageslicht bringt und dann eben entschieden wurde, welche Kandidaten zur Voreröffnung auf diesen Freizeitpark dürfen. Und es klingt nach einem genialen Setting, nach einer coolen Idee, dass man auf einen Freizeitpark zurückkehrt, der ja im Grunde schon Opfer von Mordserien wurde, von einem Killer heimgesucht wurde. Und ja, diese Idee, dass man eben auf einer Insel ist, auf der ein Freizeitpark ist und es ist gruselig dort. Ja, ich fand, das hat absolut gereicht, um mich auch schon zu gruseln. Die Geschichte war unglaublich spannend. Man kann es gar nicht anders ausdrücken. Sie hat mich wirklich von den ersten 10, 20 Seiten mitgenommen. Man hat anfangs noch so ein paar Fragezeichen im Kopf gehabt, hat aber recht schnell gemerkt, wie sich alles zusammenfügt. Und man weiß eben tatsächlich bis fast zum Schluss nicht, um was geht's denn eigentlich? Was ist die Quintessenz dieses Thrillers? Wo will er hin? Was will er uns sagen? Was steckt dahinter, als dann eben ja unheimliche Morde und Dinge auf dieser Insel wieder passieren? Wer ist der Schuldige? Jeder könnte es sein. Und ja, wir im Grunde aus diesem Pulk von Menschen suchen und mitzweifeln und miträtseln und mitüberlegen. Und dass manchmal doch sehr widerliche Dinge passieren. Das muss man wirklich einfach dazu sagen. Ich persönlich fand das teilweise sehr grenzwertig. Also es gab so den ein oder anderen Moment, wo ich dachte, ah, so genau wollte ich es jetzt dann doch nicht wissen. Und gerade auch diese ganze Beschäftigung mit Serienkillern, wie die ticken, wie die handeln, dass sie bekannt sind und die Opfer, was darum herum passiert und dass man eben tatsächlich noch ein Opfer auch direkt begleitet, der eben gesehen hat, wie seine Mutter von einem Serienmörder umgebracht wird und was das mit seiner Psyche gemacht hat und dass er selbst dann eben recherchiert hat, hinter diesen Serienkiller her war, was da oder hinter den allgemeinen Serienkillern, denn der Serienkiller ja, scheint eben ja, tot zu sein, gefasst zu sein und ist auf dem elektrischen Stuhl umgekommen. Und ja, man erfährt eben so ein bisschen auch, was die Liebe zu Serienkillern ja im Grunde in einem, wie man dazu kommt, was einen das in einem auslöst. Und ihr merkt, ich bin total fertig mit meinen Nerven, denn dieser Thriller hat mich die letzten Tage wirklich nicht schlafen lassen, weil er echt Wahnsinn war. Also es war wirklich spannend, packend, es hatte keine Längen, es ging ratzfatz, es war ein Tempo an Geschichte, es war sehr actionreich. Was ein bisschen darunter gelitten hat, war definitiv die Atmosphäre. Wir alle drei haben uns über WhatsApp ausgetauscht und es ist immer wieder gesagt worden, dass das Atmosphärische einfach fehlt. Wir hätten gern diese Insel erkundet, wir hätten den Freizeitpark gerne erkundet, wir hätten da gerne uns noch mehr gegruselt und das hat tatsächlich gefehlt. Das fand ich auch sehr, sehr schade, denn man ist sehr viel auf diesen einen Blickwinkel gegangen, wo man sich eben die Menschen, dieses Zwischenmenschliche angeguckt hat, diese psychischen Spielchen sich angeguckt hat, aber so dieses, ich bin auf einer
einer Insel, da ist ein Freizeitpark, da ist eine Geisterbahn und es passieren Morde, ich will mich gruseln. Das kam tatsächlich ein bisschen kurz und das fand ich unglaublich schade, denn das hätte dem Buch tatsächlich noch eine Spur besser getan. So ein bisschen weniger Ekel, dafür ein bisschen mehr Atmosphäre und es wäre der perfekte Thriller für mich persönlich gewesen. So würde ich in einen ganz kleinen Punkt im Grunde abziehen, weil mir dieses Atmosphärische gefehlt hat. Auch das Ende, auf das wäre ich nie gekommen. Ich muss es ehrlich sagen, ich war total überrascht und dachte mir, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also ich habe auch noch was anderes davor gedacht, aber das spreche ich jetzt hier nicht aus. Das war wirklich ein Wahnsinn an Wendungen, an einer Auflösung, die ich grandios fand und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Thriller. Wie gesagt, nichts für so Weicheier eigentlich wie mich. Ich bin auch froh, dass ich zwei Mädels hatte, die mit mir im Grunde Händchen gehalten haben und dass wir dieses Buch gemeinsam mehr oder weniger gelesen haben und ja, ich fand es einfach toll. Es war ein toller Thriller, es war unglaublich spannend und dieses in den Kopf gucken von Serienkillern und Menschen, die sich damit eben beschäftigen, egal ob ja, das ein Journalist ist, ein Kameramann, der Tonmensch, ob das, dass das einfach ganz unterschiedliche Menschen sein können. Was denkt sich der, der diesen Park aufmacht, zu welchem Zweck ist der da und wie fungieren diese ganzen Menschen zusammen, diese Gruppendynamik. Also es war wirklich ganz, ganz toll, ein wirklich gelungener Thriller, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, der mich an mancher Stelle auch mit offenem Mund und Schauer über den Rücken hat sitzen lassen und eben auch so manchmal so einen Moment hatte, wo ich dachte, ach, das ist jetzt fast schon zu viel des Guten. Aber gut, ich meine, sowas gibt es wahrscheinlich gefühlt in jedem Thriller, dass ich mir denke, das ist eine Spur zu viel, aber ich kann es halt auch nicht lassen. Ja, dann kam zwischendurch ja, etwas wieder ganz anderes. Also ich versuche mich da ja immer so ein bisschen, wenn ich was parallel lese, ja im Grunde unterschiedlich zu lesen. Und zwar mein zweiter Manga, wenn man so möchte. Ja, ist mein zweiter Manga und zwar A Silent Voice von Yoshitoki Oima. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Dieses Buch ist letztes Jahr im Juli im Egmont Manga Verlag erschienen. Kostet als Taschenbuch 7 Euro, als E-Book 6 Euro. Gibt es gebraucht, mittlerweile aber auch schon günstiger. Hat 190 Seiten und aktuell gibt es 7 Bände von dieser Reihe. Und ja, ich bin schon darüber informiert worden, dass es bei Mangas oftmals sogar 100 Bände gibt einer Reihe und dass da eben mehrmals im Jahr ein Band im Grunde herauskommt und ich war da doch glatt ein bisschen sprachlos. Dieses Büchlein ist bei mir eingezogen, weil die liebe Maria Herbst der lieben Susan und mir ein Paket hat zukommen lassen mit jeweils einem Manga und sie hat eben gesehen, dass ich von Sherlock so begeistert war und da das, glaube ich, einer ihrer Lieblingsmanga-Reihen ist, hat sie gesagt, das muss Steffi auch einfach mal lesen. Auch dazu ein wunderschönes Lesezeichen, das ich jetzt noch neben dem Bett liegen habe. Nochmal auf diesem Wege natürlich vielen, vielen lieben Dank. Ja, die liebe Susan hatte das Buch gelesen, ich glaube auch damals in ihrer Ferienwoche, wenn ich mich nicht irre, wo sie so einen Lesemarathon 3 Tage am Stück gemacht hat. Und es hat unglaublich gut geklungen. Und ich bin halt mit Sherlock auf den Geschmack von Mangas gekommen, obwohl ich jetzt so im Nachgang sage, Sherlock ist theoretisch ja eigentlich nur eine Folge Sherlock in Bildform. Und nicht wirklich ein Manga. Also man liest ihn wie ein Manga, aber das hier ist tatsächlich, glaube ich, so ein echter Manga. Mit wunderbaren Zeichnungen, wie ich fand, und der wirklich grafisch ganz, ganz viel gekonnt hat. Aber um was geht es in diesem Büchlein? Wir haben ein junges Mädchen, die Shoko, die an eine neue Schule kommt und ja, die im Grunde dadurch auffällt, dass sie eben taub ist und dementsprechend natürlich auch nicht sprechen kann. Und sie es an der Schule nicht sehr leicht hat, denn ja, sie wird da im Grunde gemobbt. Gleichzeitig trifft sie auf Ishida, einen Jungen, der nichts mehr hasst als die Langeweile und der eben allerlei merkwürdige Mutproben macht und eben auch ja, Shoko das Leben nicht sehr einfach macht. Und es ist eben eine Geschichte über ein Mädchen, das auch gemobbt wird. Und ja, das alles in Grafik und tollen Texten, wie ich finde. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir am Anfang sehr schwer getan, mich mit Ishida irgendwie anzufreunden, der, ich glaube, so das erste Drittel vom Buch doch sehr eingenommen hat, dem seinen Satz, er hasst Langeweile und er muss was dagegen tun, mir dann irgendwann auch auf den Keks ging und ich dachte, Junge, jetzt habe ich es abbegriffen. Na, jetzt denk doch mal ein bisschen logisch und dieses Buch fand ich aber unglaublich berührend ab diesem Moment, dass Shoko eben dazukommt und sich ja im Grunde dieser Rolle als Mobbingopfer irgendwo annimmt, aber auch denkt,
vielleicht muss sie was anders tun. Und das fand ich ganz, ganz stark von ihr. Es ist jetzt keine, also ich meine, es ist auch der erste Band einer Reihe, dementsprechend passiert halt nicht allzu viel auf diesen 200 Seiten. Aber es geht halt schon sehr unter die Haut, wie ich fand. Also es geht hier eben um das Thema Mobbing, was ich finde, ist ein ganz wichtiges Thema für Jugendliche, für Schüler. Und ja, im Grunde könnte sich auch manche Erwachsene da wahrscheinlich noch eine Scheibe von abschneiden. Und wie man eben nicht miteinander umgeht. Und das fand ich wirklich auf eine Art erzählt, die ich denke eben auch einfach für Jugendliche sehr leicht zugänglich ist. Nützt ja nichts, mit erhobenen Daumen vor Jugendlichen zu sitzen, sondern ich glaube, dass man das mit dieser Geschichte sehr, sehr gut kann. Was mich tatsächlich ein bisschen mit einem Fragezeichen zurückgelassen hat, war einfach, warum man Shoko als Taubstumme überhaupt an eine normale Schule bringt. Also das habe ich irgendwie, das ist mir entweder entgangen, ich weiß nicht, ob jemand von euch, der es vielleicht kennt, da eine Antwort darauf hat, denn warum? Also klar verstehe ich den Gedanken, man möchte ihr ein normales Leben, eine normale Schulbildung geben, aber sie versteht ja gefühlt weder den Lehrer noch ihre Schüler, noch kann sie sich ausdrücken. Und ja, sie wird dann eben auch als Zeitfresser und jemand, der die ganze Klasse aufhält, hingestellt. Und ja, das macht ihr das Leben nicht so leicht. Und ich frage mich, warum man das als Eltern überhaupt tut, ob das... ja, vielleicht in diesen Ländern einfach anders ist. Ich, wie gesagt, bin da wirklich nicht so ganz dahinter gestiegen, was der Grund war. Das Ende ist dann ja schon ein bisschen jetzt nicht gemein, aber natürlich möchte man dann auch wissen eigentlich, wie es weitergeht und mal gucken, ob es da für mich weitergeht. Ich finde auch hier wieder sehr, sehr schön, dass wenn man das Buch normal aufschlägt, erstmal ein Stop kommt und einem erklärt wird, wie man einen Manga liest. Das fand ich bei Sherlock schon sehr cool. Ich glaube, das ist in jedem Manga so, vermute ich jetzt mal. Und ja, es war eine sehr, sehr schöne Geschichte, die sehr ernst war, die mich manchmal sehr aufgeregt hat, aufgewühlt hat, zum Nachdenken gebracht hat. Und man wirklich einfach sagen kann, theoretisch müsste jeder Jugendliche diesen Manga einfach mal lesen. Bevor man dem Fänger im Rocken liest, könnte man ja auch mal einen Manga über Mobbing lesen. Ja, oder Schiller, die Glocke. Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich drüber streiten. Aber ja, ich fand es ein sehr unterhaltsames Buch, das mich wirklich ja, so verschiedenste Gefühlsregungen aus mir herausgebracht hat. Und ich mich sehr gefreut habe, dass ich ja jetzt sozusagen einen zweiten Manga im Regal habe. Und das ist doch etwas Besonderes, würde ich einfach dazu sagen. Und jetzt kommen wir beim Durchatmen auch schon zum letzten Buch der Woche, das wir begonnen haben, und zwar Fireman von Joe Hill. Ist erschienen am 9. Mai diesen Jahres im Heine Verlag, kostet broschiert 18 Euro, als E-Book 14, hat 960 Seiten und haben wir gemeinsam in einer Lesegruppe am 6.7. begonnen zu lesen. Also erst am Donnerstag, das heißt jetzt zwei Leseabschnitte per heute, bedeutet knapp um die 100 Seiten. Und ja, es hat sich ergeben, dass wir bei der Anschlaggruppe gedacht haben, hey, wir machen direkt mit dem nächsten Wälzer weiter. Und wer es nicht weiß, Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King und hat schon einige Bücher geschrieben mit sich alleine, hat aber auch mit seinem Vater schon zusammengeschrieben. Bei mir ist es das dritte Buch von Joe Hill, das ich lese. Und es ist ein unglaublich spannender Klappentext und auch die ersten 100 Seiten waren mega gut geschrieben. Denn wir sind hier in unserer Zeit und es gibt eine Krankheit, eine Infektion, dass die Menschen eben wie eine Art Ausschlag bekommen, das aussieht wie Tätowierungen, die auch irgendwie schimmern. Und diese Krankheit nennt sich Dragon Scale. Und es hat seinen Grund, warum es etwas mit Drachen zu tun hat, denn diese Menschen, ja, fangen irgendwann Feuer und entzünden sich. Und ja, die Welt steht so ein bisschen Kopf, weil sie nicht recht weiß, wie sie sich davor schützen soll, wie sie die Menschen schützen soll, wenn die eben in Flammen aufgehen. Es gehen ganze Gruppen von Menschen in Flammen auf. Also man hat da mit einem Mal auch mal 1000 Tote, die sich eben entzündet haben, wenn ein Haus abbrennt oder ja, und die Menschen eben so ein bisschen leicht dystopisch im Grunde so langsam vor dem Abgrund stehen und wir uns die Abgründe der Menschen im Grunde angucken, was da Menschen tun. Und wir begleiten Haber, eine junge Frau, die verheiratet ist. Sie ist Krankenschwester und ja, zeigt uns im Grunde so ein bisschen die Krankheit auf. Auch das Zwischenmenschliche kommt bei ihr gut durch und was es eben so heißt, wenn man ja, mit dieser Krankheit irgendwie in Berührung kommt. Und ich fand diese ersten 100 Seiten
unglaublich packend und spannend. Also man war direkt drin, es ist direkt was passiert, es gab kein langes Vorgeplänkel. Ich finde, das kann Joe Hill wirklich sehr, sehr gut und es hat mich wirklich bisher sehr begeistert und die 50 Seiten haben sie sowohl gestern wie heute weglesen lassen wie nichts. Also das ist wirklich bisher großartig. Das Buch hat ja sehr unterschiedliche Stimmen. Es gibt ja Leute, die es okay finden. Es gibt Leute, die die ersten 300 Seiten feiern und es dann langweilig fanden. Es gibt Leute, die es in der Mitte abgebrochen haben. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, oh, der Anfang war nicht meins, es wurde dann erst später spannend. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob Joe Hill für mich persönlich das Tempo der Story halten kann, diese Spannung halten kann und ja, in welche Richtung sich das entwickelt. Denn ich meine, 100 Seiten von fast 1000 ist ja gefühlt noch nichts. Das ist bei manchen Seiten ja gerade bei manchen Büchern der Epilog. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht und freue mich da morgen auf jeden Fall aufs Weiterlesen, weil ich habe es ja als E-Book, dementsprechend kann ich es auch unterwegs morgen mitnehmen und dann unterwegs lesen und bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, das war es also mit den Büchern. Wie man sieht, eine relativ gute Woche, wie ich fand, die wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, in der ich wirklich viel gelesen habe, intensiv gelesen habe und nachts noch weniger geschlafen habe als eh, weil neben Lesen habe ich die Woche eben auch eine Serie gesuchtet, von der fehlen mir jetzt noch zwei Folgen, die ich heute Abend schauen werde. Und zwar ist es 11-22-63, also 11-22-63, was ja das Todesdatum, das Anschlagsdatum ist von John F. Kennedy, also der 22. November 63. Und wir haben ja in der Lesegruppe im Juni Der Anschlag gelesen von Stephen King und das ist eben die Serienadaption dazu, beziehungsweise die Serienverfilmung. Wir haben hier 8 Folgen, um 50 Minuten. Ich glaube, die erste Folge hat knapp 1,5 Stunden gebraucht. Habe ich mich schon gewundert und gedacht, geht das so ganz ohne Cut irgendwie weiter? Und ja, dann habe ich diese Woche eben immer abends ab Dienstag 2 Folgen angesehen. Ich habe das zusammen mit meiner Mama, schaue ich das an, die ja auch ein bekennender Stephen King-Fan ist, das Buch nicht kennt. Und ja, eben mit den Leuten, die nach dem Buch eben auch Lust hatten, sich die Serie anzugucken. Ein sehr intensiver Austausch ist diese Woche hier mit Vicky. Ganz liebe Grüße an dich. Ich packe ihren Kanal auch mal in die Infobox. Wir tauschen uns auch ein bisschen über WhatsApp aus, was abends sehr schöne Sprachnachrichten bedeutet. Und ja, wir uns diese Woche doch so ein bisschen beieinander, ich sag mal, ausgekotzt haben. Denn die Serie ist nicht so ganz unser Fall. Ja, das muss man, glaube ich, direkt so sagen. Und da spricht man von unbegeistert und schon ist die Sonne weg. Ich hoffe, es ja, geht noch die letzten paar Minuten so. Ja, die Serie ist nicht wirklich mein Fall. Es fängt schon an mit dem Schauspieler James Franco. Ist mir jetzt nicht so der ganz große Begriff. Ich kenne ihn aus 2, 3 Filmen, aber okay. Ich habe mir Jake ganz anders vorgestellt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, kriegt man natürlich nicht hin, keine Frage. Was mich am meisten irritiert, ist, dass James Franco die Synchronstimme von Jamie Oliver hat. Also ich sehe eigentlich immer diesen Jake vor mir, wie er in der Küche steht und mir irgendwas kocht. Das ist natürlich schon irgendwie creepy, davon muss man sich lösen. Und gerade eben, wenn man nicht das Original sich anguckt, hat man immer das Thema mit der Synchronstimme, aber ne, absolut in Ordnung. Ich muss halt wirklich sagen, dass man viel geändert hat, dass man die Atmosphäre verändert hat, dass es rasend schnell geht. Man sagt ja immer so 100 Seiten pro Buch, müsste so eine Stunde Filmzeit sein. Theoretisch kommt man da schon hin, denn wir sind hier ja knapp bei 8 Stunden und über 1000 hat das Buch. Aber man lässt sich keine Zeit. Man wirft dem Zuschauer Dinge hin, erwartet, dass er weiß, um was es geht und der weiß es aber nicht. Und man kann jetzt auch nicht sagen, das sehe ich allein so, weil ich der Buchgucker sozusagen bin, sondern meine Mama und ich schauen uns ganz oft im gleichen Moment fragend an und sie sagt dann, naja, als erklär mal, und ich, keine Ahnung, so war es im Buch nicht. Ich mag diesen Satz persönlich nicht. Ich bin zwar auch jemand, der im Kino sitzt und sagt, das war beim Buch ganz anders, aber das ist halt einfach so und man muss das vielleicht auch ein bisschen getrennt voneinander betrachten. Aber ich sehe das fragende Gesicht meiner Mutter und denke mir, okay, sie kennt die Geschichte nicht und guckt aber genauso Fragen wie ich. Also kann irgendwas nicht stimmen.
Und es sind so viele Dinge verändert worden, die Charaktergestaltung im Grunde sowohl von Jake wie von Sadie, die wichtig ist, wie von den Menschen drumherum so wichtig war. Es gibt hier tatsächlich ein echtes Gut und ein echtes Böse und es wird Jake sehr oft als Held gefeiert. Das war er im Buch aber nicht. Und Stephen King neigt auch nicht dazu, echte Helden zu erschaffen, sondern auch er ist jemand, der sehr tiefgründige Charaktere zeichnet, der eben zeigt, dass der Mensch sowohl das eine wie das andere ist. Und in dieser Serie hat man es so amerikanisch, heldenhaft, patriotisch gemacht und hat hier Jake komplett als Helden gezeichnet, beziehungsweise die Gegenparts dazu immer als die absoluten Bösewichte. Und das ist nicht so. Also es gibt ja diesen Charakter hier drin, diesen Familienvater, der im Grunde irgendwann Amok irgendwie läuft und seine Frau und seine Kinder umbringt, bis auf einen. Und das möchte ja Jake eben verhindern. Und dieser Mann wird im Buch eben gezeigt, wie er mit Frauen an der Metzgereistheke schäkert und flirtet und wie nett er sein kann und was für ein Charmeur er ist. Und dann wird eben auch gezeigt, aber zu Hause ist er anders, wie er mit den Kindern umgeht, seiner Frau umgeht, dass er eifersüchtig ist. Und man zeigt eben hier den Menschen. Und in der Serie wird einfach nur gezeigt, was er für ein Idiot ist, was er für ein böser Mensch ist, wie er mit einem Hammer auf irgendeine Kuh einschlägt. Und ich denke mir so, ja, jetzt haben wir auch verstanden, dass es der Bösewicht ist. Und es ist so plump, es ist so einfach. Ich finde auch persönlich, dass die Serie gefühlt gar nicht spannend ist. Sie plätschert so vor sich hin. Es sind Dinge geändert worden, die überhaupt keinen Sinn machen. Und jetzt stehe ich ja davor und habe nur noch 2 Folgen. Und gefühlt im Buch müsste noch ganz viel passieren. Und ich frage mich, wie wird das jetzt gar abgehandelt? Und auch das Buch hat sehr schnell geendet. Das habe ich ja auch letzte Woche in der Bücherwoche gesagt. Ich bin jetzt gespannt. Also ich bin mega gespannt, wie das jetzt gelöst wird. Vielleicht denke ich in der nächsten Bücherwoche dran, nochmal was dazu zu erzählen, wem es interessiert. Und ja, also es ist nicht wirklich meine Serie. Also ich muss das ehrlich sagen, dass ich sie nicht gut finde, auch nicht wirklich so gut gemacht finde, dass ich sie sehr plump finde, einfach finde, die Dialoge schrecklich zum Teil sind. Und ich weiß nicht, wie da Stephen King als Produzent oder Mitproduzent da Ja sagen konnte. Ist mir ein absolutes Rätsel, aber so ist es halt mit Stephen King-Verfilmungen gefühlt immer wieder. Ja, sehr gute gibt es ja eher selten. Also ich glaube, die Anzahl der schlechten Verfilmungen ist auf jeden Fall höher als die der guten Verfilmungen. Aber gut, ja, das soweit zu dieser Woche. Zu viel mehr bin ich tatsächlich auch nicht gekommen. Ja, also natürlich ein bisschen das schöne Wetter ausgenutzt, insofern es denn mal schön war. Aber auch einfach den Regen genossen und dann eben ja im Grunde ja innen mit Freunden telefoniert, gequatscht oder eben gelesen. Und ich finde, diese Woche lief das ganz gut. Es hat Spaß gemacht. War eine sehr, sehr schöne Woche. Jetzt kommen wir zur Auslosung bzw. Bekanntgabe des Gewinnspiels. Bei meinem 3000 Abo-Special konnte ja einer eine Tiefenwelt von T.F. Sperling gewinnen, ein Buch, das mir vom Drachenmond Verlag zur Verlosung zur Verfügung gestellt wurde und das halt perfekt gerade gepasst hat, es jetzt beim 3000 Abo Special zu verlosen. Und ich habe mit Random.org alle Kommentare hinein sozusagen geworfen und dann auszählen lassen, wer der Gewinner ist. Und die Gewinnerin ist Anna Lee. Ich packe deinen Kommentar mal hier als Bild mit rein, dass du siehst, dass du gemeint bist. Und es wäre super, wenn du mir per E-Mail oder per Facebook oder hier per Privatnachricht deine Adresse zukommen lässt, dann macht sich das Buch zeitnah auf den Weg zu dir. Du findest meine E-Mail-Adresse und auch meinen Facebook-Account in der Infobox. Guck da einfach mal vorbei. Und ich möchte auch hier einfach nochmal allen danken, die sich mit mir gefreut haben über die 3000 Abos. Ich bin nach wie vor sehr happy, dass wir da so einen Meilenstein erreicht haben, den ich nie erwartet habe. Und dass euch auch das Video mit den ja, persönlichen Fragen, Antworten gefallen hat, das freut mich sehr. Und auch die Kommentare haben mich mega gefreut. Ich glaube, ich müsste so ziemlich nachgekommen sein, alle beantwortet zu haben. Und freue mich, dass jetzt jemand dieses wunderbare Buch auch dann in Händen halten kann. Mir selbst hat ja die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte, eine tolle Science-Fiction-dystopische Geschichte mit wirklich einer coolen Idee und einem tollen Ende. Und ich bin sehr gespannt, liebe Annalie, wie dir das Buch gefällt. Würde mich natürlich freuen, wenn du mir dann auch auf irgendeinen der Wege erzählst, wie es dir gefallen hat, wenn du es gelesen hast. Und ich ist auch ein kleines Lesezeichen noch mit dabei und das lasse ich natürlich auch drin. Und ja,
Dieses Büchlein macht sich auf den Weg, sobald die Adresse vorliegt. Und mehr gibt es jetzt, glaube ich, auch zu dieser Woche gar nicht zu erzählen. Muss mal kurz ein bisschen überlegen. Nein, ich glaube nicht. Ja, das Wochenende wird ein bisschen leseärmer, sage ich mal. Dafür treffe ich die liebe Susan. Die ist ja aus Irland wieder da und das ergibt sich ganz wunderbar, dass ich morgen einfach zu Susan fahre. Wir hoffentlich einen schönen und trockenen Tag haben. Wir möchten mal in den Tierpark und da ein bisschen Natur genießen, Tiere genießen und unser Gequatsche hoffentlich genießen und haben da dann hoffentlich einen schönen Tag. Und ich hoffe, dass es Sonntag dann auch trocken schön ist, denn ich möchte mal ein bisschen was im Garten tun. Und das geht natürlich am besten, wenn es schön ist, vielleicht auch so eine kleine Radtour machen, so einfach mal eine Stunde durch die Natur düsen und abends soll dann lecker gegrillt werden. Und dann hoffe ich nächste Woche am Dienstag auf meine Küche, die immer noch nicht da ist. Das ist aber eine längere Odyssee und ich möchte jetzt meine gute Wochenendstimmung nicht mit den Gedanken an meine Küche, auf die ich seit 2 Wochen warte und die abhanden gekommen ist, jetzt wieder da ist, nicht damit verderben. Und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche, mit den Büchern. Vielleicht erkanntet ihr ja das ein oder andere Buch oder auch die Serie. Das würde mich natürlich brennend interessieren. Dann packt es natürlich gerne in die Kommentare. Schaut auch auf jeden Fall mal in die Infobox und bei den tollen Mädels vorbei, die ich mit denen ich diese Woche so viel lese und Serienspaß hatte. Und ich denke, das war's. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.